Hallo Leute, da bin ich wieder zurück und wisst ihr, was ich in der Pause, ich hätte nämlich eine Pipi-Pause, too much information, ich weiß. Aber wisst ihr, auf was ich gekommen bin in der Zwischenzeit? Es geht doch immer darum, dass Doc die Bar niedergebrannt hat angeblich und dass sie ihn deswegen gesucht haben als Carl Sagan und so weiter und so fort. Und diese Tante ist doch so krass für die Nüchternheit, sage ich jetzt mal, und dass man den Alkohol verbietet und für diese Anti-Trinker-Gruppe und so weiter. Hat die vielleicht die Bar niedergebrannt? Aber gucken wir erstmal weiter, denn darum geht's noch nicht. Ich glaube, das kriegen wir jetzt irgendwann später raus, außer wir können es irgendwie durch Gespräche so ein bisschen rauskitzeln in irgendeiner Weise. Wegen ihnen und den Hunden. Kommen wir da vielleicht Was irgendwie aufs Dach? Was haben sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was zu sagen hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Die Welt ist ungerecht, Mr. Corleone. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass irgendwie so eine Option kommt, von wegen, dann dürften sie wohl auch nicht aufs Rathausdach oder so. Und dann geht sie zu Emmett oder sonst irgendwas. Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Stories sind wir ja erst schon durchgegangen. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Das könnte uns eventuell mit dem Officer helfen, weil Finger weg vom Fusel... Song? Ja, sing's mir mal vor. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care what people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Galt das jetzt nicht als Ruhestörung oder so? Was mir aufgefallen ist, die Trixie in der Bar hat geschrieben, gesungen, dieses I don't care und sie sagt, you should care. Oh, kann ich eine Kopie, genau. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Okay, ich denke... Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ich denke, warum weigert sich Parker, seine Pflicht zu tun? Ich denke, wir haben jetzt erstmal einen Plan, wie wir Parker, ich sag mal, retten können. So, oh Gott, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht dieses Türrätsel nochmal machen. Willkommen zurück. Dankeschön. Dankeschön. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Ah, was für ein Witz. Okay, kann ich das jetzt einfach austauschen, während sie da vorsteht? Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Also selbst wenn ich den Text noch nicht auswendig könnte, wie sie es in der letzten Folge gesagt hat, wüsste ich doch, ob You Should Care oder I Don't Care da steht eigentlich. Aber na gut. Willst du nicht singen gehen, Trixie? Trixie? Ja? Verlassen Sie Ten. Ich habe Arthur gesehen. Darf ich mir was wünschen? Nee, das hat, da haben wir alles toi, probiert. Das toi, ging toi. Nicht. Danke. Hier. Ist sie nicht ins Mikro gegangen, als wir letztens gesungen haben? Way down in Louisiana, down in New Orleans.
Vielleicht doch nicht. Hey, ich bin hier fürs Singen zuständig. Dann tust du und steh nicht in der Gegend rum. Oh, Notenblätter. Hätte ich's da? Nee. Hätte ich mir Notenblätter auch geben lassen sollen? Oh, You Should Care, genau. Zorniges Lied, trauriges Lied, geheimes Lied, lustiges Lied. You Should Care. Ein ziemlich seltsamer Songtext für eine Bar. Hör zu! Oder das Ding zu lecker. Erzähl mir von deinen Schnapp-Ten, hör auf zu trinken. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Nun, was die Probleme angeht. Es ist mir wichtig, was du über mich denkst. Du würdest mich für einen Jammerlappen halten, wenn ich dir von meinem Problem erzähle. Nun, was die Probleme angeht. Es ist mir wichtig, was du über mich denkst. Du würdest mich für einen Jammerlappen halten, wenn ich dir von meinem Problem erzähle. Irgendwas fehlt also noch. Bis später, Danny. Ich bin hier. Die singt ja auch gar nicht mehr. Hätte wahrscheinlich wieder irgendwas in der Zeit machen müssen. Kit Tannen. Ist irgendwas mit dem? Hey Kit, was ist, Würstchen? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wirklich nett hast du es hier. Nicht wahr? Die Statuen habe ich während meiner Griechenlandreise selbst beschafft. Es hat irgendwie diesen Tannen-Flair. Danke. Ich bin froh, dass es dir so gut geht. Die Jungs in Sacramento haben sich schon Sorgen gemacht. Bei allem Respekt, die Jungs unten in Sacramento können mich mal. Als dieser zwielichtige Sagan meine Bar abfackelte, haben die Jungs in Sacramento da einen Finger gerührt, um mir wieder auf die Beine zu helfen? Nein. Nun. Und als dieser Erbsenzähler McFly uns bei der Steuerbehörde verpfiff, haben mir die Jungs in Sacramento da geholfen, die Beweise loszuwerden? Nein! Aber... Ich musste 3 weitere Polizisten bestechen, um dieses Unheil von mir abzuwenden. Okay, aber... Nichts aber. Wenn du wieder in Sacramento bist, dann sagt J.J. Valenti, dass Kit Tannen in Zukunft etwas mehr Respekt für seine Bemühungen erwartet. Verstanden? Kein Problem, Kit. Wie lange gehst du schon mit Trixie aus? Seit wann ich mit ihr schlafe? Oh, seit einem Jahr etwa. Das ist ziemlich lange. Wem sagst du das? Ich hätte sie schon längst gegen ein neueres Modell eingetauscht. Wenn sie zu singen beginnt, erinnert mich das immer daran, warum wir eigentlich zusammen sind. Liebe? Kostenloses Entertainment für meinen Nachtclub. Das muss Liebe sein. Bis bald, Kit. Ja, von mir aus. Okay. Kann ich hier eigentlich gewinnen? Ich möchte nochmal. Setzen Sie. Und zwar dieses Mal auf gerade. Meine Glückszahlen sind die Geraden. Das ist heute nicht mein Spiel. Was würde ich denn gewinnen? Ich versuche das jetzt nochmal. Setzen Sie. Und zwar wieder auf gerade. Double Zero. Nein! Ey, eine Null ist doch eine gerade Zahl. Setzen Sie. Gerade. Irgendwann muss es klappen. 21. Das ist heute nicht mein Spiel. Wenn ich jetzt ungerade nehme und eine 22 komme, dann versohle ich dir den Hintern. Setzen Sie. Ja, und nochmal auf gerade. Double Zero. Nein! Ey, gibt's tatsächlich nur die Antworten so, dass ich überhaupt nicht gewinnen kann? Kann das sein? Setzen Sie. Warte mal, wir machen mal einen Test. Wir machen jetzt auf gerade. Hier unten kommt Double Zero, ne? Ja. Wir machen jetzt auf ungerade. Ich setze auf die ungeraden. Ach. Mann!
Fick dich doch ins Knie. Parker ist nicht deprimiert genug, um mir sein Leid zu klagen. Er ist nicht deprimiert, Karikaturen. Genug? Ich muss ihn also runterbringen von der Laune. Warte, das kriegen wir auch hin, aber erstmal die Karikaturen wollte ich angucken. Die Spitzmaus hat nicht tief genug gegraben. Schachbrett, Charlie. Vom Brett genommen. Wurde wohl geschlagen. Sieht aus, als würde bald noch jemand Teil von Tennants Ehrengalerie werden. Ich wollte eigentlich den angucken, okay. Er ist nicht deprimiert genug. Das ist gut, dass ich einen Hinweis bekommen habe. Dankeschön. Nein, geh mal hier lang. Dann müssen wir, da war ja auch ein trauriges Lied dabei, ne? Und zwar... Traurig. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Danny! Erzählst du mir jetzt von deinen Problemen? Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Teufel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubt, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Einen großen Geldschein? Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Wahrscheinlich muss man ihn wieder mit der Musik in irgendeine andere Stimmung bringen. Ich bin hier. Ja, das bist du. Gucken wir mal kurz bei den Notenblättern. Geheimes Lied. Machen wir mal das. Whisper in my ear, so no one can hear. Secrets are for sharing love, they're not meant for blaring love. Whisper in my ear. So no one can hear. Shh. Whisper in my ear. Let me read you soft and clear. Don't make it. Wenn das so im wahren Leben so funktionieren würde, ne? Danny! Du! Was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Nicht wirklich? Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird,
Warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Ist das vielleicht die Schlagzeile, die wir Edna dann bringen müssen? Was ist mit RT Trixie? Mit denen die Kid tötete. Was ist mit Artie McFly? Wird er nicht seit 2 Monaten vermisst? Das stimmt. Und alle Spuren deuten auf Tennen. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihr etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Weil ich einen Song für dich habe, Danny. Auf, Danny. Oh Gott. Der bringt dich bestimmt gleich in eine komplett andere Stimmung. Und zwar in eine... Zornig, traurig, geheim, lustig. Lustig? Ich versuch's mal mit lustig. Seinem Gesichtsausdruck nach könnte das richtig gewesen sein. Danny! Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Ach, tut's nicht? Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Okay. Ich auf, Danny. Oh Gott. Also lustig sein ist nicht so sein Ding. Dann haben wir aber nur noch 2 Lieder, nämlich dieses You Should Care, was vielleicht das Endlied bedeutet, und zornig? Müssen wir ihn zornig machen? Weil dieses You Should Care... Wir versuchen es mal mit zornig kurz. Auch weil es mich einfach interessiert, wie der Song geht. Danny, glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Okay, okay, dann ist es wirklich schon You Should Care. Oh Gott. Volcanoes blow the tops and tidal waves crest. But there's a force in nature worse than the rest. There's something that I've got. Sorry, dass ich dich unterbrechen muss. You should care. You should care. What people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kid Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Betty Lipinski? Okay. Huch, steht ja noch da. Kannte mal eine Lipinski und die kam aus Polen. Ist Betty Lipinski auch eine Polin? Auf Zug?
Das wird der Aufzug sein, der oben aus der Küche kam, ne? Vielleicht braucht man den noch oder so, keine Ahnung. Gut, Kinders, ich drücke auf die Renntaste, macht er aber irgendwie nicht. Jetzt wieder. Okay. Übergruselig aus, der Hund von hier. Jetzt haben wir, warte mal, können wir ihr die Story erzählen? Edna, was? Story, genau. Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Ich hab da was für Sie. Ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Tannen verhaftet Nonny Officer Parker, ein neuer Mensch. Das möchte gerne finden. Oh. Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Aini, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Liebe Leute, wie wir das Raketenauto da wieder runterbekommen, würde ich sagen, das ist nicht mehr in dieser Folge unser Problem, weil wir sind schon wieder über 22 Minuten. Wir haben jetzt die Dingsbums hier, den Kollegen. Den werden wir in der nächsten Folge Aini zum Schnuppern geben und dann wird er uns hoffentlich wieder zu Arthur führen können, so wie wir das vor ein paar Folgen mit dem Hut schon hatten. Mal gucken, ob das klappt, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.